Lebt wohl, Graf. Lasst mich eure Augen sehen. Ihr seid mein Liebhaber nicht. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich gehe nicht. Unbescheiden dürft ihr nicht sein. Ich fühle mich festgehalten. Was ist es, das mich an diese Stelle fesselt? Es ist Neugier. Nein, nein. Eigensinn. Nein, es ist weit mehr. Ich liebe Aurelia Rovezzo wie meine Schwester. Ich werde sie nie besitzen. Ah, und er rechnet mit mir. Das will ich nicht sagen. Aber wozu soll mein Hiersein uns beiden sonst nützen? Graf. Denkt ihr jetzt schlecht von mir? Oh, Graf. Was kann meine huldigende Empfindung euch schaden? Oh, ich bin nicht, wie ihr vielleicht glaubt. Ihr seid frei und ungebunden? Bis jetzt bin ich es. Noch. Auch ich bin frei. Hier entstand eine Pause. Rinaldo küsste der Unbekannten die Hände, er drückte sie sanft und fühlte die seinige noch sanfter wiedergedrückt. Die Unbekannte seufzte. Rinaldos Seufzer folgte den ihrigen. Oh, wie glücklich könnten wir sein. Ich bitte euch, verlasst mich. Ihr habt mich in eine Stimmung gebracht, in der ich nur mit meinem Liebhaber zu sein wünsche. Was hindert mich, dies zu sein? Mich? Nichts.